Ja, und das machen wir wieder in einer Runde Mario Party auf Stockton. Und wir würfeln als erstes eine ganz, ganz starke Nummer 1. Denn wir haben es einfach drauf, muss man sagen. Und als erstes wird also gespielt Waltz. Und ja, Waltz ist eigentlich ein ganz alter Spielmodus, muss man sagen, der jetzt auf Stockton anscheinend in die Mario Party mit reingebracht hat. Ich habe auf jeden Fall erstmal Eisen abgebaut, habe dann festgestellt, Mensch, unten drunter ist doch Eisen. Ne? Und dann habe ich mir halt eben eine Eisenrüstung gebaut. Und danach kommt halt eben was komplett Doofes. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich überhaupt nicht einen Helm aufsetzen kann. Also ich wusste gar nicht, warum ich den überhaupt nicht aufsetzen kann, also so eine Sache her. Danach wird also gekillt. So ein Blauer verirrt sich bei uns in die Base. War natürlich sein Fehler. Danach greifen wir also die Blauen an. Danach kommt ein Gelber, der halt eben uns angreifen tut. Der zieht natürlich dann auch irgendwo mal ein bisschen den Kürzeren. Und schließlich ist da der letzte Blaue, der Erzfeind von uns sozusagen. Und wir gewinnen die ganze Sache ganz solide, muss man sagen. Dadurch, dass wir ja mit unserem Team den Platz Mode 3 gemacht haben, bekommen wir also einen doppelten Würfel. Das heißt also, wir werfen einmal eine 4 und einmal eine 1. Das heißt also insgesamt eine 5. Ist also ganz solide. Damit geht es also direkt rein. Und zwar in Mini Skywars. Und ich bin natürlich Skywars Profi, muss man sagen. Und zwar, ja, ich habe erstmal zwei einigermaßen gute Kisten, muss man sagen. Baue mich dann rüber zu meinem, ja, Freund hier drüben. Den möchte ich dann also auch, ja, mehr wegsnacken. Aber da kam halt eben dann der andere Nachbar nochmal dazu und hat halt eben gesagt, na Mensch, das geht doch nicht. Und bup, 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 war ich weg. Danach habe ich halt so eine 2 gewürfelt. Es läuft irgendwie mit dem Würfel nicht so richtig, muss ich feststellen. Danach wird also ein wunderschönes Spiel gespielt, und zwar Pferderennen. Und das habe ich euch jetzt hier mal als kleinen Zeitraffer reingebracht. Wir würfeln also als nächstes eine 4 und wir stehen natürlich auf einem Ereignisfeld und damit bekommen wir plus 2 und das ist natürlich sehr geil. Wir haben also nun eine Nummer 6 gewürfelt. Danach wird also gespielt. Freier Fall, und ich muss sagen, das ist eigentlich ein Modus, da sehe ich mich, das kriege ich irgendwo noch auf die Kette. Ich muss sagen, diesen ersten Sprung, also das erste Ding habe ich first try hingekriegt. Das zweite war dann schon ein bisschen schwieriger, da habe ich ein paar Anläufe gebraucht. Allerdings irgendwann hat es funktioniert und war ich halt eben auch unten. Das dritte war dann leider schon zu Ende, bevor ich überhaupt, da irgendwas machen konnte. Ich habe das erste Mal halt eben auch ganz gut geschafft, nur unten in diese kleinen Löcher habe ich es nicht reingeschafft. Danach war es also schon vorbei. Ich habe dann also eine 1 gewürfelt und danach wird eben gespielt. Oh, Kletterkönig. Und ich habe das als kleinen Zeitraffer gemacht, denn, ja, ich weiß nicht, ich kam auf dieses Spiel so noch gar nicht so richtig klar. Es heißt Kletterkönig, aber du läufst eigentlich nur geradeaus. Von daher, ja, danach würfeln wir also eine 4 und Aero TV hat gewonnen.